So Leute, heute zweites Mal schon Training, denn wir haben hier einen Gast. Ah, das ist der. Schau mal, hier fast Partner-Look. Fast. Aber ich habe den mit dem Logo. Du hast den cooleren. Ja, und zwar den gibt es auch nicht. Das ist ein Prototyp, der mit dem Logo. Halt mal meine Tasche. Das ist ein Prototyp, der mit diesem Logo. Wollten natürlich viele Leute haben, allerdings. Ich will den auch. Ja. Oh, haben will, ja. Nee. Leute, schaut mal, es wird Licht. Das Problem ist so, Gym Aesthetics steht für absolute Qualität. Und deswegen, da diese Teile sehr schwierig zu produzieren sind, ja, seht ihr weiß, das muss hier perfekt alles immer abgedruckt sein. Ansonsten, ja, wenn es halt nicht perfekt wäre, dann würden sich die Leute beschweren. Und das ist eben schwierig, dieser Herstellungsprozess. Und deswegen haben wir uns erstmal dafür entschieden, aus Qualitätsgründen, zuerst den einen Hoodie rauszubringen. Hey, hier übrigens noch unseren Dogdrink. Hast du ja auch noch, das ist Zusatz. Ja, schon, ja, falls dir zwischendrin im Training die Power ausgeht, okay. Ich ziehe mir jetzt auch einen rein, weil da ist nicht viel Koffein drin. Und übrigens, das ist nicht Koffein drin, sondern Guarana. Also quasi eine natürliche Form. Also Leute, wo sind wir stehen geblieben? Jetzt geht's los, so langsam. Qualitätsthema war das eben. Und deswegen gibt es manche Dinge nur als Prototyp. Und irgendwann gibt es dann die Produkte. Also, los geht's. So, wir sind schon angekommen. Aber der Tim, der hat noch etwas zu tun gehabt. Deswegen warten wir jetzt hier. Beziehungsweise wir nutzen die Zeit natürlich. Wir werden heute Tims Training machen. Das heißt, mobilisieren, ganz wichtig. Genau, ansonsten gibt's. Könnte man Probleme mit der Schulter bekommen. Gut, das war jetzt aufwärmen. Ja. Super. So, wen haben wir hier? Tim. Wo? Wo ist Tim? Gabel! Echt, zeig mal. Kannst du mir ein Autogramm von ihm besorgen, Ralf? Der ist hier. Oh, ich bin so müde. Das bringt mich voll gefickt, Mann. Wieso konnte ich nicht morgens trainieren gehen? Tja, ging nicht anders. Den Ralf musst du noch Haare schneiden. Na, die zeige ich jetzt nicht. Ich hab dich gar nicht wiedererkannt. Ja, ja. Viel Spaß, ist ziemlich haarig. Was ich machen können, Ralf? Tim, mach mal die Einleitung. Was? Erzähl was. Also heute Morgen bin ich aufgestanden. Habe ich Zähne geputzt, dann war ich duschen. So, ne? Dann war ich beim Zahnarzt. Dann habe ich gegessen. Dann war ich kacken. Jetzt spät abends. Gehe ich trainieren und dann wollte ich auch nochmal Zähne putzen. Duschen war ich nicht nochmal. War ich nochmal kacken. Ich war viermal kacken heute. Meine Güte. Krass, gell? Wow. Ja. Ich bin aufgestanden. Und ich habe gesehen, RTL, und dann sehe ich plötzlich Karl mit seiner Hand und der sagt über Alex Schwarz irgendein Bitch oder was. Auf RTL? Ja, klar, ja, ja. Auf RTL explosiv, ja, so ja, genau. Der Karl. Ja, ja, das Video vom. Das muss ich sehen. Yeah. Wo hast du das? Das kannst du anschauen bei rtlnow.de, da kannst du diese Sendung nachschauen. An dieser Stelle noch mal einen Gruß an Alice Schwarzer. Wir können ja mal auch in der Schweiz dann vorbeikommen. Ich kann dir dein Geld bringen da. I think he was saying bitch and everything. Ja, ja, ja. Yeah, he did. Mit seiner Hand oben so. Ja, ja, ja. Das ist cool. So. Das Erste, was ich mache, ist alten Fans. Wann war das denn? Ernsthaft? Das war gestern Abend. Gestern Abend war das im Explosiv. Ja, ihr habt das verpasst wegen der Arbeit. Ja, ja hier. Aber. Ja, aber wir haben links heute Morgen Wiederholung. Genau. Ja. Und dann mit seiner Hand so hoch und richtig geschimpft mit ihm, die Frau.
Mach du deinen Satz. So. Ich mach die Frau sowieso nicht. Ist okay. Ja, die alte Feministin. Ja, auch. Ich quatsch mir eindeutig zu viel. Ja. Du musst dich beim Tim dran gewöhnen. Normalerweise trainiert der Tim 1,5 Stunden, aber heute noch was schneller. 1,5 Stunden. Ja. Also, schieben. Ich bin genauso ein Schulterkrüppel wie Tim. Seine linke oder seine rechte? Und steuert. Die linke, voll am Arsch. Tim. Das ist aber auch ihr. Warum bin ich auch ein bisschen am Arsch? Aber nee, mach mir keinen Stress, du hast geimpft und so. Das sage ich dann schon, dass du nicht so gut gekommen bist. Meiner nicht. Wie ist das? 42,5 war das. Was ist da los? Ich habe hier und hier heute früh meine Afghanistan-Impfung bekommen. Ich kann es auch hier einfach langsam, ne? Ich stelle mich dahinter. Das gibt's nicht. Das ist ja echt. Ich mache jetzt eigentlich noch einen super Satz so, aber. Warte, ich will nur mal probieren. Oh, ich finde das noch nicht. Ich krieg die gar nicht hoch. Und dann? Ja. Natürlich gefickt, wenn man geimpft wurde, Jungs. Ich kenne es selber. Ich zum Beispiel, ich trainiere gar nicht während dem Punkt. Das sag ich, ich verstehe nicht, wieso du jetzt trainierst, aber. Ja, aber das muss. Macht man halt erstmal langsam. nee, gebumst du nicht auf Kamera, Mann. Nee, klar, vor allem hier in Thailand brauche ich es eh nicht, da kann ich dir da lassen. Stimmt, ne? Ja. Wir wärmen uns natürlich immer noch auf. Schon relativ sauber, oder? Ja. Hat Spaß. Ein Stück. Ich spiele den auch wieder aus. Ja, das ist in Ordnung. Ich filme dich nur. Ralfs beste Form seines Lebens kommt ja nicht auf Kamera. Nee, sind wir nicht dran. Was? Ralfs beste Form? Also meine beste Form meines Lebens habe ich ja schon erreicht. Weil ich war noch nie so schwer und so. Bei deiner Geburt definiert. Hast du die erreicht. Bei den 15 Geburten, nein, seit den 20. Nee, bei der Geburt habe ich sicherlich einen höheren KFA gehabt. Nein, eben, das ist ja das Witzige an der Geschichte. Nee, komm auf, kleiner Bengel.
kannst ja auch zuerst, wenn du möchtest. Die Limonade kommt mir hoch! Ich glaube, ich muss 5. Mal kacken heute. Timmy, geht's deiner Schulter? Besser. Ist eigentlich linke oder rechte Schulter? Bei mir ist die linke. Bei mir auch. Frontheben ist bei mir ganz schlimm. Bei mir war es neulich richtig schlimm, weil ich habe mir einen Nerv eingeklemmt beim Schlafen. Vor einer Woche. Ja. Und ich konnte gar nichts machen, konnte nicht mal Seitheben machen. Ich habe dann angefangen hier regelmäßig die Mobilisationsübungen. Seitdem geht's eigentlich. Also ich bin auch wieder so weit. Weil das ist halt aber zu wichtig. Ja, genau. Bei welchem Orthopäde bist du hier? Elbanger. Okay. Das erste, was war, als ich mein T-Shirt ausgezogen habe, was er mich gefragt hat. Sag mal, Junge, was soll ich denn du ein? Du bist doch, du kannst jetzt reden. Sag mal kurz bitte nur deine Meinung dazu, wenn Ärzte sich ins Thema Muskelaufbau einmischen. Das würde, als würde mir ein Klempner eine Krebsdiagnose stellen. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, weil im Grunde auch die ganzen Sport... Also ich bin zum Beispiel jetzt bei Orthopäde, ich bin bei einem Sportmediziner, beziehungsweise ja, bei einem Typ... Ja, das ist anders. Ich bin bei einem Typ, der betreut Leistungssportler im Bereich Fußball. Ja. Das ist jetzt quasi nicht der optimale Muskelaufbautyp. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Sportmediziner hätte, der jetzt Eishockey-Leute betreuen würde, die machen ja schon ein bisschen mehr Krafttraining. Oder so ein Typ, wenn du jetzt in den USA einen fragst, der Football macht, die haben eine Ahnung. Ja. Aber so 0815-Arzt. Klar. Nee, ich sag schwierig. Nur, schwierig, was ich nur sagen will, ist, dass auch immer Jungs zum Beispiel, wenn ihr mich fragt, Tim, mein Arzt hat aber gesagt, Eiweiß ist schlecht für mich. Ja, euer Arzt, ich weiß noch nicht, wie das heißt, GDR oder was auch immer, diese Guidance für tägliche Kalorienaufnahme. GDR, ja. Steht 2000 Kalorien drauf am Tag. Da steht, ihr braucht 60 Gramm Proteine am Tag. Ihr braucht irgendwie, also so völliger Bullshit. Ja. Und das ist zum Beispiel ein harter Marketing-Scam von diesen Produkten, damit, weil das ja so gekennzeichnet ist, dass es nicht so schlimm aussieht. Dass da jetzt aussieht, ja, so ein Bonbon macht mit 10, da werden auch immer die genauen Portionen gewählt, damit es halt nicht so dramatisch aussieht. Und da werden auch die Ärzte getäuscht. Ärzte sind nur Marionetten von den Leuten, die Geld verdienen. Sieht es einfach ein, Medikamente, die ihr euch verschreibt. Es gibt 10.000 Medikamente, die dasselbe wirken für Bluthochdruck zum Beispiel. Aber der schickt euch dorthin. Zum Beispiel ein Arzt darf nicht seine eigene Apotheke haben. Aus offensichtlichen Gründen. Deshalb. Ärzte gehen auch immer vom Worst Case aus. Ja? Wenn es darum geht, hier Proteine sind schlecht, dann geht ihr auch vom Worst Case Proteine aus, wenn du 500 Gramm Proteine dir reinmachst oder so. Ja. Und dann sagt er auch, weil er Zeit sparen muss, in der. Die Zeit eines Arztes ist auch kostbar, der verdient Geld. Ja. Und in dem Jungen, da verdient er kein Geld, aber wenn ihr euch eine Stunde lang beratet, welches Protein ihr nehmen solltet. Ja. Das ist für ihn verlorene Zeit einfach. Da geht es nur ums Geld, genauso wie. Das sagt er einfach, Ernährung. Nein, nimm's hier nicht. Ja. Wenn er daran verdienen würde, würde er sagen, nimm's. Ja. Nur Schulter drücken? Ja. Ich nicht. Dann müssen Sie regelmäßig, ich muss mich für Schulter rasieren und dann mache ich mich jetzt ab. Mache ich nicht, man, keine Chance. Ich würde es nicht mehr definieren oder so. Ja, ja, krass, aber weißt du, halt noch, du kannst ja noch so ein i-Tüpfelchen rausholen. 18. Okay, bei mir ist halt krass, ich habe richtig behaarte Arme und für Shooting muss ich rasieren und dann schaut es immer so aus. Aber wieso machst du kein Waxing? Das ist teuer. Ich habe es irgendwie probiert, keine Ahnung. Ja. Willst du machen, weil vor allem... Ihr habt festgestellt, wir labern hier immer relativ lange. Ja, also wenn zum Beispiel andere Leute sind, da sind so wie der Ralf, dann mache ich halt gerne... gewisse Witze. In kleineren Rap-Ranges, vor allem jetzt auch, weil ich vollgefressen bin. Ich zum Beispiel trainiere eigentlich jetzt in letzter Zeit immer morgens. Jetzt muss ich hier, könnt ihr mal schauen, es ist 8:45. Damit ich mit dem Ralf und dem Ben trainieren kann. Beziehungsweise der Ralf hier sitzen kann und mal... guck mal, der Tim drückt 45, oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ich bin voll begeistert von Tim. Ich bin dein größter Fan. Ich like heimlich alle deine Videos, Tim. Heimlich. Ja. Also Karl hat mir erzählt, dass du manchmal Bilder von mir offen hast und ganz komische Sachen machst. Ja? Gott, das ist eklig. Spielst du gerade wieder Taschenbillard? Nee, glaube ich. Dazu musste ich schon ausziehen, Tim. Übrigens, mich haben Leute angeschrieben, ob ich wirklich GVP mache. Ernsthaft?
Also Interessenten oder? Erzähl doch unser Geheimnis nicht. Komm. Ernsthaft? Schieb jetzt, Junge. Schaut mal, was ihr sehen könnt. Der Tim, in einer Sekunde macht er noch Jokes und in der anderen Sekunde rastet er komplett aus, ist im Fokus drin und schiebt die 45 Kilo einfach mal, na, sagen wir zwischen 6 und 8 Mal. Das ist mein fünfter Satz gewesen. Super. Was wir machen können ist Arnie Press. Das finde ich jetzt, das ist hart jetzt. Immer. Mal ausprobieren. Ja. Lass mir kurz vielleicht helfen, mein Was auf Seite? Oh Gott, immer dieses scheiß Handtuch. Warte, willst du zuerst den Satz machen? Arnie Press? Ja. Machen wir langs. Ich kenne die Dinge im Start gehabt. Deshalb ist es nur voll geschwitzt. Ja. Damit ich es voll schwitze, dann nehme ich es ab. Ich versuche euch besser. So, jetzt können die Leute mal entscheiden. Und zwar, ich finde, das ist jetzt meine Meinung, ich finde dieses Design, das der Tim jetzt gleich trägt, das ist das Allergeilste, das Gym Aesthetics rausgebracht hat. Das gab es jetzt erst vor kurzem zu kaufen in Grau. Ja, der Schnitt ist gleich, oder? Der Schnitt ist gleich, ja. Aber dieses Rot-Schwarz finde ich persönlich die allergeilste Geschichte bisher. Ich persönlich fand heute die Konsistenz meiner Scheiße auch sehr gut. Gott, hier ist so voll, einfach nur krass.